Wir häkeln noch ein Doppelstäbchen hier rein. Ups, ich bin hier gerade durch. Und ziehen den Faden durch die Maschen. Häkeln zwei Luftmaschen und stechen hier vorne eine feste Masche ein. Jetzt häkeln wir die letzte Blüte, drei Luftmaschen und vier Stäbchen. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Zieht den Faden komplett hier durch, häkelt zwei Luftmaschen und häkelt hier vorne eine feste Masche ein. Und wie ihr sehen könnt, können wir noch eine Blume reinhäkeln. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aber ich glaube, wenn wir die 10. machen, wäre das zu voll. Also häkeln wir jetzt hier vorne da rein. Und ziehen es mit einer Kettmasche zusammen. Schneid den Faden ab und ziehe den Faden so durch. So, und dann könnt ihr eure Blümchen den richtigen Bogen geben. Manchmal gehen die ja nach hinten. Und habt eure Blume für eure Grannys. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal.